Protest- und Bewegungsforschung im Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Die Leute werden einen Fragebogen verteilen, beziehungsweise einen Zettel verteilen, auf dem eine Webseite draufsteht und einen Code. Der Code ist einzigartig. Und wenn ihr dann ins Internet geht, stellen die euch bestimmte Fragen zur Veranstaltung. Und ich würde euch bitten, den Fragebogen auszufüllen und damit der Welt zu zeigen, was ihr für Leute sind, wie wir denken, fühlen. Das ist ungefähr die Befragung, der Inhalt. Also, wenn die Leute zu euch kommen, nehmt den Zettel an und füllt es bitte im Internet aus. Das wäre ganz lieb. Bestimmte Themen, und ich glaube, das ist der gesunde Menschenverstand. Wenn ihr dann hier auf die Bühne kommt und sagt, was euch stört, dann nehmt halt Themen, die ja, realistisch sind und relevant sind. Ne? Redet über das Wirtschaftssystem, redet über Banken oder redet über Politik, aber redet nicht über irgendwelche Sachen, die uns dann am nächsten Tag in der Zeitung wieder um die Ohren gehauen werden können. Das wäre ziemlich unclever. Selbst wenn ihr der Meinung seid, es ist wichtig und es muss kommuniziert werden. Denkt an die Bewegung, nicht an jeden Einzelnen, bitte. Das nächste ist, was ich erwähnen wollte, ist die Situation in der Ukraine. Und nur weil da momentan halt aus der Medienberichterstattung nicht mehr so viel kommt, heißt es noch lange nicht, dass das Problem gelöst ist. Und es ist auch nicht der Hauptgrund, wieso wir hier stehen. Das habe ich von vornherein gesagt und das ist auch ganz wichtig zu verstehen. Die Ukraine ist ein Blatt an einem Unkraut, wie ganze andere Kriege auch, oder TTIP oder ACTA. Wir stehen hier, weil wir wirklich eine grundlegende Veränderung für die Menschen auf dieser Welt wollen und nicht nur einen Krieg beenden. Und dann möchte ich nochmal was zur Politik und Medienkritik sagen. Das habe ich sicherlich auch ein paar Mal gemacht und es tut mir echt leid. Und zwar habe ich verallgemeinert. Und es ist ein großer Fehler. Verallgemeinern ist wie ein Schubkastensystem. Das ist genauso doof. Und es gibt ganz viele gute Journalisten und es gibt ganz viele gute Politiker. Und es gibt auch gute Magazine und gute Berichte im Fernsehen, wo wirklich Leute versuchen aufzuklären. Es läuft meistens erst um 23 Uhr, aber es läuft. Und es gibt auch gute Zeitungsartikel manchmal. Also wie gesagt, nicht verallgemeinern, ihr Lieben. Nicht jeder Journalist ist blöd, nicht jeder Politiker ist doof. Sondern es sind immer ein paar und ein paar machen auch ganz, ganz gute Arbeit für uns. Also mal einen richtig guten Applaus für die Lieben, die sich für uns engagieren. Macht einfach um diese Veranstaltung herum, was ihr wollt und was ihr glaubt, was gut tut. Wir hier können das alles alleine gar nicht stemmen. Wir sind auf euch angewiesen, auf eure Ideen, auf euren Input, auf eure Kreativität. Und wenn ihr euch alle beteiligt und engagiert und nicht nur herkommt, sondern mit euren eigenen Ideen herkommt, einfach Friedenstauben macht oder Fahrräder reparieren wollt oder. Oder ich habe überlegt, wir könnten ja mal jeder eine Sache von zu Hause mitbringen, die wir gerne tauschen würden. Und dann tauschen wir hier einfach mal CDs oder Filme oder sowas, was man gerade gar nicht mehr braucht. Vielleicht freut sich ein anderer drüber und man kriegt eine neue CD. Sicherlich gehört es zu den Themen der vergangenen Woche, dass viele sich mit der Bewegung auseinandersetzen, dass kritische Fragen gestellt wurden und das ist auch richtig. Solange Diskussionen sachlich sind, können sie uns nur weiterbringen. Trotzdem sollten wir genau überlegen, ob wir uns nur im Inneren mit uns selbst beschäftigen sollten, während auf der Welt die Maschinerie aus Provokation und Geldgier weiter auf Hochtouren läuft. Während einige über Facebook streiten, sind andere zu Tausenden am Wochenende gegen Monsanto auf die Straße gegangen. Und genau das ist es doch! Das ist unser Ziel! Ich habe heute die Karte von dem Veranstalter bekommen. Ich werde ihn die Woche mal anrufen und versuchen, dass wir uns zusammentun. Wir müssen uns alle zusammentun. Nur wenn wir alle uns zusammentun, haben wir eine Chance, was zu erreichen. Frieden ist nicht nur ein Zustand zwischen Menschen. Frieden ist allumfassend und umarmt alles, was außer Kontrolle geraten ist, um es wieder in Ordnung zu bringen. Ihr Lieben, bringen wir unsere Welt wieder in Ordnung mit lauter Stimme. Allererst sollte ich mich eigentlich mal bei euch allen hier bedanken, weil ihr gebt mir die Kraft, das zu tun, was ich jetzt tue. Ihr habt mich alle verändert. Und ich sage auch explizit, glaubt nicht mir, der von sich behauptet, er spricht die Wahrheit, weil auch wahre Worte können die Gedanken und die Absichten eines jeden Menschen verbergen. Nur Taten zeigen den wahren Willen. Ich sehe die Welt wie eine Zwiebel. Alles, was man sieht, so der erste Eindruck, der täuscht immer. Ja, schon wieder eine andere Wahrheit. Und Titel, Namen, das bedeutet alles nichts. Ganz wichtig ist das, was man tut. Ein Amt verleiht keinen Menschen Würde.
ein Mensch verleiht ein Amt Würde. Es ist egal, ob es der Bundeskanzler oder wer auch immer ist. Ganz wichtig ist, dass wir nie aufhören zu fragen. Ich möchte was sagen. Ich war letzte Woche bin ich aus Istanbul wiedergekommen und das ist das Land meines Vaters. Und was ich am 1. Mai habe sehen müssen, ich war in der Stadt, war krass. Es hat mich so bewegt, da war die Armee vor den Häusern und hat die Leute nicht aus ihren eigenen Häusern gelassen. Die Menschen wurden eingesperrt, damit sie nicht auf die Straße gehen. Es wurde ganz viel Angst betrieben in der Bevölkerung, dass sie nicht auf die Straße gehen. Überall in der ganzen Stadt Polizisten und es war so intensiv und auch die Stimmung in der Stadt und in der Türkei ist so wow und es hat mich sehr bewegt. Ich kam wieder zurück und ich habe immer noch so viele Gedanken und so viele Dinge, die ich verarbeiten muss. Ich bin großer Fan von Musik, weil Musik in die Herzen geht und ein Lied, was mich sehr lange begleitet ist von Joy Denalani, die ich sehr, 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 sehr schätze, also eine deutsche Soul-Sängerin. Und ich möchte gerne ein Lied von ihr vortragen, aber ich bin super aufgeregt. Und warum geht's? Wir sind hier, weil wir irgendwie herkommen, weil wir alle spüren und alle merken, das stimmt was nicht. Wir leben irgendwie in so einem falschen Rad, wie so ein Hamster. Wir müssen da raus. Ey, Leute, schaltet euren Fernseher ab, hört mit Drogen auf, benutzt keine Chemie mehr, schaut, dass ihr Freiwilligenarbeit macht, Couchsurfing, Woofing, Help-Axing, vernetzt euch. Internet ist die Möglichkeit. In der Türkei wurden Facebook und Twitter gesperrt. Ne, nicht Facebook, aber YouTube und Twitter wurden gesperrt. Das ist eine Beraubung der Freiheit, Leute in ihrem Haus einzusperren, die demonstrieren wollen. Und es ist höchste Zeit, aufzustehen aus dem Totenreich der verkauften Seelen. Was nützt uns all das Geld, wenn das Ende naht? Es gibt nur eine Welt zu bewahren. Es gibt nur eine Welt zu bewahren. Ihr hört die Stimmen, schwarz auf weiß, bewegte Farbe, selbst den Tod gibt's live, wir sind vom ganzen Leid so überreizt, dass kein Gefühl, nur Ohnmacht übrig bleibt. Seht ihr unsere Kinder wachsen, hör sie Fragen stellen, können wir wirklich nicht mehr machen, als die Tage zählen. Sag mir, was unseren Söhnen und Töchtern bleibt, steh da auf, es ist höchste Zeit. Oh, wie lang, wie lang, wie lang, so lang haben wir nur zugesehen, nur weggesehen, nur uns gesehen. Oh, wie lang, wie lang, wie lang, solange wir unsere Stürme heben, widerstehen, wir Liebe sehen, ist es nicht zu spät. Liebe sehen, das ist ganz wichtig. Hier raufgehen und aggressiv und gegen Politiker. Ich scheiß auf Politiker, ich scheiß auf GEMA. Ich hätte das Lied gar nicht singen dürfen wegen GEMA. Scheiß auf GEMA, scheiß auf Politiker. Echt? Wirklich? Ich hab nie mehr zu sagen. Vielmals umarmt euch alle und danke. Viele von euch und ich wahrscheinlich auch, wir gucken gerne Kabarettisten. Wir gucken Die Anstalt, wir gucken Mitternachtsspitzen, wir gucken Volker Pispers. Volker Pispers hat einen schönen Satz, den er immer wieder sagt. Was glaubt ihr, was hier los wäre, wenn mehr Leute wüssten, was hier los ist? Genau, richtiges T-Shirt. So, aber was passiert? Die Leute sitzen da, die gucken sich die Sachen an, die lachen sich schlapp. Die Politik, die Unfähigkeit, das wird eigentlich nur noch als Humorträger für die Unterhaltung genutzt und danach gehen sie nach Hause und trinken ihr Bier. Mehr passiert nicht. So, und das ist schlimm. Und das ist der Grund, warum wir alle versuchen sollten, immer mehr zu werden und es irgendwie frustrierend ist, dass es nicht mehr wird. Ich meine, es ist unglaublich, was hier steht, wie viele Leute hier sind, aber es ist immer noch nicht genug. Es muss immer noch mehr werden. Und zum Abschluss, damit ich nicht nur meckere und damit es auch ein bisschen
Positives daraus gibt. Das Schöne an der Sache ist, wir können eigentlich nur gewinnen. Weil... Genau, klatscht mal. Die Zeit der Multimedia-Unternehmen, ZDF, ARD, wie sie alle heißen, die Zeit ist eigentlich um. Hier wächst eine Generation daran, die guckt gar nicht mehr Fernsehen, die guckt Facebook, die macht sonst was. Wir lesen Spiegel Online, wobei darüber müssen wir auch wieder nicht reden. Aber diese Massenmedien, das geht einfach zu Ende. Und das eine wirklich Gute an der Sache, das Schöne an der Sache ist, jeder, der einmal wirklich begriffen hat, was hier los ist, der geht auch nicht wieder zurück. Keiner von euch setzt sich morgen wieder vor die Tagesschau und sagt, das stimmt alles, was Mutti da sagt. Bleiben stark, lassen uns nicht den Mund verbieten an keinem Tag. Denn wir kämpfen nur für eine bessere Welt. Und wer es nicht versteht, den hat der Teufel bestellt. Genau wie RTL, Sat 1, Bild, Zeitung, Kabel 1, Massenmedien, Killer-Web, damit ist jeder Raum. Nie die Zeit läuft hier davon. Gemeinsam können wir schaffen, wenn wir wollen. Wir müssen nur bewusst nach. Und ihr uns hier nicht alle verarschen. 100 Zecken, wir waren es zu sagen. Irgendwann brennt die Sicherung durch, anstatt Liebe und Frieden. Und Furchtstoff, ihr könnt uns nicht auf Dauer verarschen. Jede Menge haben wir euch zu sagen. Doch solange diesen Schrei keiner hört, gibt es nichts, was uns hält, weil es zu viel stört. Wollt ihr uns wirklich alle verarschen? Tut, als hätten wir gar nichts zu sagen. Irgendwann brennt die Sicherung durch, anstatt Liebe und Frieden. Gibt es nur Hass und Furchtstoff, ihr könnt uns nicht auf Dauer verarschen. Jede Menge haben wir euch zu sagen. Und solange diesen Schrei keiner hört, gibt es nichts, was uns hält, weil es zu viel stört. Wir in Frieden sind und uns hier und die vielen anderen Menschen, die überhaupt nicht zu Demonstrationen gehen, miteinander verbindet. Und da habe ich mal ein bisschen überlegt und bin beim Überlegen auf den guten alten Wolfgang Borchert gestoßen. Der hat mal vor langer Zeit irgendwie im Ende oder nach dem Zweiten Weltkrieg durch seine eigenen Schrecken geprägt, ein Gedicht geschrieben. Das heißt, dann gibt es nur eins. Auch kurz bekannt unter dem Namen Sag Nein. Mädchen hinterm Ladentisch und Mädchen im Büro, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren. Dann gibt es nur eins. Sag Nein! Du, Besitzer der Fabrik, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst statt Puder und Kakao Schießpulver verkaufen, dann gibt es nur eins. Sag Nein! Du, Forscher im Laboratorium, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst einen neuen Tod erfinden gegen das alte Leben, dann gibt es nur eins. Sag Nein! Du, Dichter in deiner Stube, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, sondern du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins. Sag Nein! Ich meine, lass die Journalisten wettern gegen uns. Je weniger wir uns wehren, desto glaubwürdiger werden wir. Lass sie uns hassen und runtermachen. Je weniger wir sind wie sie, desto glaubwürdiger werden wir. Und vor allem, lass die Menschen, die durch diese Artikel verschreckt werden, verschreckt sein. Je weniger wir sie bedrängen und zwingen wollen, zu glauben wie wir, desto glaubwürdiger werden wir. Versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde nicht, dass Politik durch Gefühle gemacht werden sollte. Aber Politik besteht aus Entscheidungen unter anderem. Und diese Entscheidungen sollten sich verdammt nochmal richtig anfühlen. Und zwar im Herzen und nicht im Geldbeutel. Viele Menschen sind nicht imstande, richtig zu leben. Denn sie hören nicht die Zeichen, die ihnen ihre Herzen geben. Und sie hörten auf, in Gedanken zu schweben. Und sie hörten auf, ihre Träume zu leben. Und natürlich ist es kein Abendspaziergang, die Bundesregierung, den Lobbyismus, alles, was dazu gehört, das ganze System durch Liebe zu ändern. Dazu sind diese Menschen viel zu weit weg von uns Bürgern. Aber dennoch, Liebe bedeutet für mich Solidarität und Zusammenhalt. Liebe bedeutet für mich Miteinander und Gerechtigkeit.
Aber Liebe bedeutet für mich nicht, für alle Fehler von anderen gerade stehen zu müssen, sondern auch den Mund aufzumachen, wenn einem was nicht passt. Wenn ich mir angucke, wie viele Menschen hier doch schon wieder stehen, obwohl wir zwischendurch, glaube ich, schon mal wieder weniger waren, dann kann es hier echt was werden. Und ich hoffe echt, euch alle hier nächste Woche wiederzusehen. Ich habe hier so wundervolle Menschen kennengelernt und es ist wundervoll, hier mal wieder dabei sein zu dürfen. Danke. Alle Menschen sind bereit, ich teile die Fakten auf den Tisch. Es wurde höchste Zeit, dass Info-Rap die Nebelkerzen löscht. Es geht um ein Ereignis, das geschichtsträchtig ist. Jeden einzelnen betrifft und langsam tötet wie ein Gift. November 1910, Jekyll Island, USA. Ein Senator, ein Minister, viele Banker waren da. Ein geheimes Treffen, kein Bürger ahnte die Gefahr. Sie erschufen mein System, skrupellos und unberechenbar. Mächtigste Zentralbank in Amerika. Hätte die Welt im Bürgerkrieg bereits seit mehr als 100 Jahren. Warum das keiner da? Ja, das ist doch sonnenklar. Die Fette in Politik und Presse wie ein Avatar. Wen wollt ihr denn noch lenken, wenn die Menschen sich vereinen? Die Propaganda boykottieren und die Politik verneinen. Neuer Kartenausblick ein mit jedem Menschen, der erwacht. Das System wird reformiert von dem, der es getragen hat. Wir erheben uns für Friede, Freiheit und Information. Denn was fehlt, ist Liebe, Gleichheit in allen Nationen. Und so stehen wir Hand in Hand. Weil eure Noten für uns einfach keine Werte ausdrücken. Wir haben unser Leben lang gefangen. Doch gemeinsam können wir es schaffen, aus dem Kerker zu flüchten. Ihr sagt doch selber, dass es falsch ist, zu töten. Und dann geht ihr los und tötet andere Menschen. Ihr beendet einfach Leben von anderen Menschen. Und dann schreibt ihr uns vor, was wir zu fühlen haben. Und wenn ich hier stehe und schreie und sage, ich habe keine Lust mehr, Mann, sagt ihr zu mir, ich wäre irgendwie verzweifelt? Was für eine Verzweiflung! Was für eine scheiß Verzweiflung! Ich bin nicht verzweifelt! Ich bin wütend und ich bin sauer! Und ich will einfach nur schreien, weil ich will! Wer seid ihr Medien, dass ihr mir sagen könnt, was ich gerade zu fühlen habe? Was, ich bin ehrlich, ich bin hierher gekommen für den Frieden. Ich bin nicht nur für mich hier, ich bin für meine Kinder da, die ich irgendwann mal haben werde, hoffentlich. Aber mittlerweile muss ich auch ehrlich sagen, dass ich Angst habe, irgendwelche Kinder zu machen, weil es einfach nur noch krank ist, was hier abgeht. Ein Applaus gibt, ihr wisst gar nicht, wie es ist, wenn man hier ganz kurz gestanden hat. Ich will jetzt nicht nochmal aufstehen, dann bin ich noch aufgeregter. Aber ihr wisst gar nicht, wenn man erstmal kurz hier steht und diese Menge sieht und alle hören dir zu, auch wenn die anderer Meinung sind. Wenn die anderer Meinung sind, dann bitte, kein Problem, dreht euch von mir aus um oder wartet einfach, bis ich fertig bin, aber hier geht's noch weiter und hier wird's immer weitergehen und ich habe auch vor, zu anderen Mahnwachen zu gehen. Vielleicht finde ich noch meine Ruhe, dann bin ich nicht so aufgeregt und so aggressiv vielleicht, aber ihr könnt mir glauben, ich stehe nur für Gerechtigkeit. Nur für Gerechtigkeit sitze ich sogar hier. Obwohl wir heute vielleicht ein paar weniger sind als sonst, muss ich sagen, es ist eine wunderschöne Atmosphäre heute hier. Ihr chillt hier im Wohnzimmer, ihr hört zu, ihr habt Spaß, ihr unterhaltet euch wirklich wahr. Ich finde es einer der schönsten Tage heute. Vielen Dank. Nicht hier die 2-3 Stunden, sondern morgen und der Tag danach und danach, dass man Sachen auch umsetzt, die man hier hört, wovon man sich inspirieren lässt und nicht einfach so weitermachen und dann geht man Montag mal zur Demo und der Rest läuft so weiter wie bisher. So kriegen wir die Welt nicht geändert. Give your heart, give your soul, this is your
letzten Wochen habe ich gemerkt, dass die Leute echt enorm fröhlich sind und gut drauf sind und ziemlich potent, weil die meisten, die kamen mit einer Liebe zurück nach den Reden, nach den Songs oder was auch immer die verschiedenen Mitspieler hier so machen vom Orga-Team und vom Drumherum. Und das ist schon ein sehr sicheres Zeichen, dass es eben nicht nur irgendwie so eine Stimmung oder ein Ideal ist, sondern die Leute haben richtig Lust, was zu machen. Und wir haben zum Beispiel bemerkt, dass natürlich die logische Konsequenz erstmal sein muss, dass wir das Konzept Mahnwache intensiv ausweiten. Weil ihr kennt ja die sehr undifferenzierte und auch sehr plumpe Debatte, die da teilweise eben so lief, an Kritiken etc. Und den Leuten als erstes sage ich voller Liebe, ja, mag sein, dass ihr recht habt mit euren Kritiken. Dann kann ich nur sagen, eine Woche hat 7 Tage, dann nehmt euch einen anderen Tag und macht selber euer Forum. Und lasst die Leute hier in Ruhe, die hier schon einfach mal lustig munter losmachen. Also ist doch lächerlich, in so einem Mangel an guten Vehikeln und an guten Foren, dann überall, wo mal was entsteht, dann immer gleich derart das zu zersetzen. Das hat auch nichts mit Skepsis zu tun, liebe Leute. Das ist einfach nur so eine Pose, die die einnehmen, die damit ihre Bequemlichkeit kaschieren wollen, weil sie noch nichts machen.